So, da sind wir wieder. Na, seid ihr noch alle da? Hey ho, Dark Souls 2. Ja, ist. So, jetzt erstmal den Ring kaufen. Wenn ihr mir sagt, dass da unten drin das Zeug liegt, dann glaube ich das auch. Schalkwa, meine Liebe. Der kostet natürlich 13,4. Bist voll die geizige Katze, weißt du das? Ich habe schon überlegt, soll ich mir später vielleicht den Drachenreiterbogen holen? Das ist halt die Frage, ne? Ploff. Die doofe Katze. Ah ne, den doch lieber nicht. Den hier. Wie viel Leben braucht man, um das zu überleben? Ich habe 800. Ich weiß es gar nicht mehr. Wie viel braucht man, um den Fall zu überleben? Über 1000, ne? Ach, warte, ich wollte ja noch was machen. Hahaha. Wenn ich schon mal hier bin. Pineview Drive. Ich habe zu viele Moderatoren. Ich habe nicht zu viele. Das sind eigentlich recht wenig, wenn ich überlege, wie viele andere haben. Ich glaube, Lobos hat... Ach, hier ist der hier war der Wahrheitsverkünder. Ich habe doch gewusst, ich habe irgendwas ausgelassen. Ich habe hier immer so eine Landkarte im Kopf, die ich dann gerne ablaufen will, wenn ich hier sowas mache. Also auf jeden Fall, Lobos hat, glaube ich, so 10, 20. Ich habe, wenn es hochkommt, gerade mal 5, 6 Mods. 1000 plus HP. Ja, ist schlecht. Das ist schlecht. Seht ihr mal, ich hätte mir auch keine Scherben... Oh, Leute, ich habe schon den ganzen... Ich mache jetzt Reset, ich fange nochmal an. Ich habe den ganzen Run verkackt. Ich habe mir Scherben gekauft, obwohl ich es gar nicht gebraucht hätte. Ist voll dumm. Bist du dumm, ey. Na, Skelettchen, hau mal zu, komm. Wow. Pennergesicht. Pennergesicht. Und tschüss. Ein Menschenbild. Also wenig habe ich nicht, was? Meinst du zu wenig? Ich habe 19 Moderatoren. Quatsch. Ich habe nicht 19 Moderatoren, sag mal. Ernsthaft? Habe ich so viele Mods? Ja gut, wahrscheinlich sind da wirklich nie von welche da, sonst wird mir das auffallen, dass ich so viele habe. Werden immer mehr. Ja, ich habe vorhin nur irgendwas gesehen, dass Lia alleine ist. Da wollte ich erst noch einen Moderator benennen, aber sie schafft das ja, sagt sie. Du schaffst das ja. Is that here to see, however? Ja, Pat ist ja... Was macht denn heute? Ist der wieder trinken, oder was? Hab keine Scherbe. Ist ja schlecht. Was hat Gary da gemacht? Hat er wieder links gepostet? Hast du böse links gepostet? Jupron wahrscheinlich. Skyrim habe ich dann Let's Play gemacht. Ja, ist cool, aber irgendwie... Pat ist auf Klassenfahrt. Achso. Nach einem Mal ist die Luft raus, finde ich, bei Skyrim. Wenn man es einmal durch hat, dann ist es echt öde. Alter. Guck mal, die Lebensenergie. Also das ist... Das ist genau so, dass es passt scheinbar, ne? Noch ein Wahrheitsverkünder. Sehr gut. Alter Schwede, ich weiß gar nicht mal, was ich hier alles überlebe und was nicht, ne? Ich
Ich glaube, den hier überlebe ich auch noch, wenn ich hier runterspringe. Oder auch nicht. Krass. Muss ich doch da über die eine Plattform und dann runterspringen. Wahrscheinlich überlebe ich es dann gerade so. Es ist fies. Ich hätte gerne noch den Chlorinthi-Ring. Wahrscheinlich habe ich genau jetzt wieder zu wenig, ne? 146. Wenn, dann sind die Seelen jetzt weg. Ich mach's einfach mal auf gut Glück. Was für ein Grafikbug hier immer, was da aufploppt. Wow! Alter. Wo sieht man das nochmal, wie viel ich jetzt aktuell habe? Nicht viel halt, ne? Was steht denn das? Ich weiß sowas nicht. Auf jeden Fall nicht viel Lebenspunkte. Alter Schweden, du. Muss immer mehr Ausgabe skillen, Kerle. Oh, das war auch clever. Ach komm, scheiß drauf jetzt. Der eine hat mich getrollt mit Majula-Loch. Was heißt getrollt? Vielleicht wusste es ja nicht besser. Wie oft ich Dark Souls 2 schon durch habe, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall noch nicht so oft wie Dark Souls 1 und Demon's Souls. Ja, komm, pfeif drauf jetzt. Ich lass mal den Katzenring an. Ist rechts neben Pate. Ach, stimmt. Ja, danke. Dann hole ich mir den schnell, weil Chlorinthi-Ring finde ich eigentlich wichtig, Leute. Der ist eigentlich recht wichtig, ne? Der muss. Jetzt gerät mein Run irgendwie gerade ans Stocken. Ein bisschen doof. Hm. Das ist ein wenig doof, das ist ein wenig doof. Hallo. Bitte erstich mich nicht. Ich bin nett. Bin netten. Moin. Ah, die muss ich jetzt irgendwie alle abhängen, sonst wird das ekelhaft hier. Hehe. Kommt die mir so lang. Die kommen mir echt so weit hinterher, ne? Hi. Und tot. Die werden jetzt richtig mies, glaube ich, hier. Na, kommt, Kinder. Machen wir es kurz. Oh. Die haltet ja gar nichts aus. Sogar die normalen Pfeile gehen da durch wie Pude. Wo sie ist voll gefressen. Hast du sie jetzt schon gemampft? Ich dachte, du hast erst bestellt. Hm. Da kommt Giftgas, ne? Ja. Bam. Bam. Macht das up. Chlorinthi-Ring, yay. Alle so, yay. Hm. Die Total War-Reihe. Die Jester Fallhose. Ja, brauche ich nicht. Ich kann auch bei Kätzchen die Hose bekommen. Aber das interessiert mich ja nicht. Fallschaden. Das interessiert mich nicht. Ich
mache jetzt erstmal schon die Dehnwache und dann mache ich wahrscheinlich die Sentinels. Oh, die Sentinels sind echt lustig, könnt ihr mir glauben. Die sind richtig lustig mit Bogen. Habe ich schon ein bisschen gelitten gegen die. Ich glaube, 5-6 Versuche habe ich gebraucht. Was, der Lebensring ist da unten? Nee, was soll ich damit? Was soll ich damit, Joe? Ich will doch hier zur Werft. Ach, moin, Burn. So langsam häufen sich die Mods hier, merke ich gerade, ne? Ja, die Jester-Hose werde ich mir sowieso noch holen, aber erstmal will ich halt jetzt hier den ganzen Kram abarbeiten, den ich sowieso machen werde. Spring mir nicht auf den Kopf. Ich weiß nicht, ich finde sogar den +3-Ring oder +2, den man im einen DLC findet, den finde ich auch Quatsch. Das sind gerade mal 200 Lebenspunkte und dafür ein Ringslot? Nee. Lebensenergie ist gar nicht so wichtig in Dark Souls. Das ist gar nicht so wichtig. Lieber eine dicke Rüstung an und dann mehr Mobilität. Mobilität, Schaden und dann erst Lebensenergie. Finde ich zumindest. Dort. Ach, warte mal, ich bin so doof. Ich muss ja noch zu Gavlan. Nein. Ich bin ja gestorben. Okay. Dauert jetzt ein paar Minuten. Nee, so lange auch nicht. So. Auf die Glocke schießen. Nee, ich muss da eh durch. Ich will ja noch den Ring haben. Den Ring des Ritters. Oh, das ist ja... Komm mal. Die Radde hat er sich da hinten drin versteckt. Die Radde. Seit ich Partner bin, Lady. Ja, seit Mai. Die geben jetzt auch klitzekleinen Streamern wie mir die Chance. Obwohl heute ganz schön was los ist. Ich bin sehr überrascht. Wahrscheinlich nur wegen Dark Souls. Stirb! Ich hätte gern einen Bogen, der bei jedem Mal, wenn der die Sehne zuckt, stirb macht. Kann man das programmieren? Für so eine Mod? Jedes Mal stirb! Wäre voll gut. Diese Eisenpfeile, die machen kaum einen Unterschied, aber ich verballer die jetzt mal. Ich muss ja nur ins Eisenschloss und die Glut holen, dann kann ich bei Gavlan unendlich Eisenpfeile kaufen. Draxholz, genau. Hast du ja verbessert. Ja, ich weiß, dass ich den Ring auch woanders herbekomme aus der Weltstadt, aber ich will den haben jetzt hier. Ich will den haben. Der ist ja unten im Gebäude. Oh, du warst ja auch noch da. Ich hab ganz vergessen, mein Liebchen. Mein Liebchen. Au. Und nicht schlagen. Ich nenne ihn Lukas. Zim. Und tot. Oh, was hast du denn? Gut, 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 gut. Einfach die Soundpfeile. Obala. Einfach die Soundpfeile ändern. Okay. Ah, ich fand das so lustig. Ich hatte früher bei Dings habe ich das gemacht. Bei Left 4 Dead. Da habe ich die ganzen Tank-Sounds, da hatte ich sogar mal ein Tutorial zu, habe ich aber gelöscht. Die ganzen Tank-Sounds habe ich dann zu dem Angry German Kid gemacht. Da ist der immer angerannt gekommen. Ja, ja! Unreal Tournament spielen! Spielen! So, so, so. Lustige Zeiten. So, wie gesagt, ich würde mir gerne die giftigen Wurfmesser kaufen, aber dann sind vielleicht einige böse. Deswegen lasse ich es einfach und verkaufe alles.
Ich finde es so doof, dass ich diese Waffen hier nicht verkaufen kann. Die kann man nämlich später sowieso bei Dings holen. Bei Velager. Finde ich total Quatsch. Ne? Kauf den Schissel. Verkauf es! Was? Wäre doch bloß nicht ringgeil, mein Schatz, genau. Mein Schatz. So. Ach, warte. Das ist ein Käse, den ich hier nicht brauche. Das brauche ich nicht. Ich glaube, die brauche ich auch nicht. Dafür kriege ich... Oh ne, die hebe ich immer auf. Vielleicht habe ich ja noch Bedürfnis, zu den Krähen zu gehen und mir da ein paar Steine zu holen oder so. Vielleicht, vielleicht. Das hat 3 Schuss für so ein Fuzzi hier. Bisschen viel, ne? Ich habe eigentlich auch noch im Kopf gehabt, dass eigentlich, wenn man diese Glocke läutet, man noch so eine Sequenz sieht, wie dann das Schiff reinfährt. Haben die das echt entfernt oder ist das nur beim ersten Mal, wenn man spielt? Habe ich mich irgendwann mal gefragt, als ich hier war. Schwere Stiefel. Die haben so viel Kram dabei, diese Viecher, ne? Ich frag mich, wo die das alles verstecken. So. Jetzt soll ich mir erstmal den Ring. Den Ring. Ach Mist, dafür brauche ich ja die. Ah. Oh, das war eigentlich falsch. Naja. Stimmt, jetzt habe ich meine ganzen Eisenpfeile schön verballert. Ist das mal Konscherbe? So. Nein, nein, nein. So, wollte gerade sagen, nicht, dass du vorher abhaust, du Vieh. Seelchen, Seelchen. So. Ich brauche ihn zwar nicht, weil ich eigentlich nicht zu schwer beladen bin, aber... Der gehört schon zum Inventar, den habe ich irgendwie immer an, diesen Ring, von daher ist das schon okay so. Das stimmt wohl. Die Dolche sind in der Vorbestellerversion, aber die kannst du im New Game Plus bei Velager kaufen, glaube ich. Oder kann man die auch schon früher, wenn man, glaube ich, irgendwas Bestimmtes in der Story gemacht hat. Aber ja, die kann man auch bei Velager kaufen. Finde ich ein bisschen schwachsinnig, aber... Pff. Ist halt nochmal so ein kleines Leckerli für die, die sich da einfach mal mehr Geld ausgeben. Ja, die sich vor allem, die mehr Geld ausgeben wollen. Hat nicht wirklich viel Sinn. Die Black Armor. Die Collectors ja, weil da gibt es eine schöne Statue dazu. Nein, nein. Sag mal, hau ab da. Ich mag keiner hier haben. Hey. Alter. Von wo denn? Von wo kam eben der Flammenfall?
von da drüben. Na gut. So. Ja, ich spiele offline. Ich spiele nicht online. Und tschüss. Ist ganz schön dunkel hier. Was? Dudenalarm. Ja, den Soundtrack, Artbook und Comic, genau. Was, da gibt's einen Comic? Ich habe meine Special Edition oder meine Collectors immer noch nicht ausgepackt für PlayStation. Ich bin also geizig für. Ich will die für immer eingepackt lassen und irgendwann mal verkaufen. Wenn ich mal ein großer YouTuber bin. Ja, habt ihr gemerkt, ne? Dann verkaufe ich das Ding auf eBay mit Autogramm. Weil das voll gut ist. Wie? Das nutzt du schamlos aus, weil meine Beweglichkeit noch so niedrig ist, ne? Gib's doch zu. Na, guck mal. Er dürfte mich gar nicht erwischen, wenn ich wegrolle. In dem Moment halt. Das Into the Light hat er dazu gegeben. Au. Stirb! Gib keine Autogramme. Sowas mache ich nicht. Dip, 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 dip. So. Pyro werde ich auch nicht benutzen, aber ich nehme es mal mit. Zack. Was heißt hier aus Versehen? Giftkeks. Ich habe kein Problem damit. Da ich sage, ich bin 32. Das wisst ihr doch. Ist doch kein Geheimnis. Da kommt ihr drauf. Ah, soll ich es versuchen gleich, die Sentinels? Ich habe da immer so ein bisschen Angst, weil die sind halt zu dritt, ne? Aber da gibt es ein paar Tricks, die werde ich euch dann zeigen. Ja, Leute, Lea hat recht, das ist keine Fragestunde. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu spielen habt, ich gucke ja öfter mal drauf, wenn ihr wirklich Fragen habt, die halt was hiermit zu tun haben, dann könnt ihr sie gerne stellen, aber nicht irgendwie, Bruger, was isst du gerne, Bruger, wie alt bist du, Bruger, hast du schon mal gepupst? Sowas, das muss nicht sein. Kommt. Ihr wisst doch, Dark Souls ist ein bisschen anstrengend, ich muss doch lesen. Zocken im Altersheim oder hörst du mit 50 auf? Glaubst du, mit 50 kommt man ins Altersheim? Altersheim ist 70. Sag mal. Ich glaube, ihr habt's ja nicht alle. Ihr seid voll die Ärsche. Ich bin nicht alt. Ich sag das immer nur aus Spaß. Mann. Ja, und Leute, wie gesagt, wenn die Lia böse wird, hört bitte auf sie, weil sie ist Mod. Ich sag mal so, ich lese hier, wenn überhaupt 10% vom Chat alles, was sie liest, oder was sie lesen muss. Weil sie nimmt ja ihre Rolle ernst als Mod. Ich sag ja immer, muss sie nicht so, aber ich finde das schon gut, dass sie das so sieht. Und deswegen, bitte hört auf sie. Und auf andere Mods. Meine Kreditkartennummer 1337 0190, die musst du übrigens anrufen, die Nummer. 666666. Bitte anrufen. Und sagen, auf das Konto Bruger überweisen. So sieht's aus. Okay, 47, da bin ich noch weit von entfernt. Ich bin noch nicht mal im besten Alter, Leute, für einen Mann. Es kommt erst noch.
Oh oh. Ich habe einen Giftpfeil verschossen. Kacke. Das ist kacke. Kackstiften ist das. So, ist da hinter mir ein Abgrund? Ne. Hätte sein können, dass ich da jetzt irgendwo einen Abgrund reinrollen hätte, verrafft. Stirb! 25 bis 29. Ja, gut, danke schön. Also, es gibt ja viele, die sagen, ich bin älter von der Stimme. Aber wenigstens mal jemand, der sagt, ich bin jünger. Das freut mich. Vom Aussehen her, ich sehe aus wie 19, würde ich sagen. Wenn ich mich rasiere, wie 15. Na gut, ist auch wieder gelogen. Ich habe schon ein paar graue Haare im Bart und in den Haaren. Also, ich glaube, man sieht's. Seit wann ich YouTube mache? 2011? Nee. Ach Leute, ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich glaube... Ja, jetzt sind es fast 4 Jahre. 15 jetzt übertreibst du. Nein, ich untertreibe noch. Ich sehe aus wie 12. So richtig Käsegesicht habe ich noch. So Milch, es ist Milch-Käsegesicht. Mit Quarkbacken. Fitz. Ich hau den Turm mit Fäusten ein. Das will ich sehen, dass es jemand schafft. Oh nein. Guck mal, die haben eine ganz komische Hitbox. Achtung. Na gut, jetzt steht er genau zu mir gerichtet. Aber wenn die so seitlich laufen, die Hunde... Man trifft diese Kackviecher einfach nicht. Das ist unglaublich. Alle Bosse, nee. Nur die nötigsten, sage ich jetzt mal. Alle schaffe ich gar nicht mit Bogen. Ich spiele ja auch nur mit kleinen Bögen, nicht mit so einem Malon-Großbogen, weil den müsste ich mir farmen. Und ich glaube, mit Bogen farmen ist ziemlich beschissen, ehrlich gesagt. Was? Du hast schon voll graue Haare, Behemoth. Boah. Nee, also ich habe... So 3, 4 auf dem Kopf, aber im Bart habe ich mehr, glaube ich. Aber im Bart macht das ja reif. So, warum habe ich mir das eigentlich jetzt geholt? Ich habe doch schon genug Flammenschmetterlinge. Von der Pubertät wird sehr interessant. Du, ich hatte früher eine tiefere Stimme als jetzt, da habe ich aber noch geraucht. Also so mit 20, eine Freundin von mir hat immer gesagt, da kommt Satan. Ein 11-jähriges Mädchen mit Lungencreme. Oh. Das ist aber nicht lustig, Nanook. Darüber macht man keine Witze. Ja, Alia sagt schon, alter Nanook. Alles andere, nur kein Krebs. Keine Witze über Krebs, bitte. Bruger, du Rauche. Ne. Hab ich mal, ja. Hab lange geraucht. Ja, ich hasse das, dass man weniger Schaden macht, wenn die Ausdauer nicht voll ist. Ist voll unnötig. Geht gar nicht. Ja, triffst du diesmal wenigstens? Du Vollidiot! Der trifft nicht mal, das ist so ein Heinz hier. Heinz, ey. Oh Mist, ich habe gar keinen Lebensring mehr, fällt mir gerade ein. Das ist ein bisschen uncool. Rauchen ist kacke und Leute, die rauchen, erst recht. Gell, Bussi? Oh, du bist ja... Du bist ja, glaube ich, sehr... Du beschönigst ja nichts bei dir, das finde ich gut an dir. Dass du auch sagst, ich bin dick und ich stehe dazu. Finde ich auch nicht schlimm. So. Toad. Toll, wie komme ich jetzt da rein? Soll ich schon wieder resetten oder was? Hm. Wenn ich das Fässchen hier verschieben könnte. Jeder hat seinen eigenen Geschmack am Rauchen. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich geraucht habe. Mir hat es eigentlich nie geschmeckt.
Dicke sind bequem. Was ist mit Kiffern? Oh, Kiffer, hör mir auf. Die sind, weiß ich nicht, mit Kiffern kann man nichts anfangen, finde ich. Die sind so unmotiviert. Also wenn du irgendwas machen willst, ich hatte früher auch einen Kumpel, wir sind da immer an den See gefahren im Sommer mit dem Fahrrad und schwimmen und so. Haben wir immer gesagt, ja, wie sieht's aus? Kommst du mit? Und er, ja, weiß nicht, hab heute wieder so um 12 gepennt, bin noch total fertig. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt komm hier schwimmen und so. Und er so, ne, ich chill lieber ein bisschen. Ja, das war uns dann auch alles so blöd, da hatten wir keine Lust mehr auf den. Haben wir ihn halt da gelassen. So schade das auch ist, aber. Na, es gibt auch andere Menschen, die so drauf sind, aber. Du siehst mich, Walter White, aha. Das ist schön. Das freut mich. Ich brauche noch mehr Anpassung. Kacke. Ich brauche viel mehr. Ich habe nichts gegen Raucher. Wer zahlt mir sonst die Rente und alles mit? Kann man so und so sehen, ne? Moppele. Käfer sind hirntot. Wer sagt denn das? Ja, so würde ich das nicht behaupten. Käfer sind nicht hirntot, aber. Ich sag mal so, wenn man sich da. Wenn man irgendwie jeden Tag kifft. Ich spreche jetzt nur von den Erfahrungen, die ich mit Leuten gemacht habe, die kiffen. Dann kannst du mit denen nichts anfangen. Die sind zwar. Entschuldigung. Also, die sind zwar dafür da, gut. In dem Moment fand ich das immer. Die haben mich immer zum Lachen gebracht, die Leute. Weil die waren halt immer so. Und haben halt immer Witze gemacht und ja. Aber wenn ich heute mal gucke, die haben alle nichts erreicht in ihrem Leben. Keiner von denen. Die sind alle in Hilfsjobs und kiffen eigentlich den ganzen Tag immer noch, glaube ich. Ich weiß es nicht. Und im Prinzip ist es so, ne? Besser Hund. Besser Hund. Deswegen, also ich sag nichts von Hirntod. Ich sag nur, dass solche Leute, wenn sie eh schon nicht viel Motivation auf oder Bock auf was haben, dann wird das nicht besser dadurch, dass man kifft. Au! Ich will nicht sterben. Tue ich auch nicht. Hahaha, du Arschgesicht. Komm, nochmal ins Feuer hier. Verarscht. Was? Ja, wenn du dich auch so nennst. Oh nein, die haben mir die Kiste zerhauen. Die Sau. Walter White, wenn du dich so nennst, dann musst du dich nicht wundern, warum die Leute dich wegen sowas. Ach, guck mal, der hat mir die ganzen Kisten kaputt gemacht. Die dumme Sau. Mann, ey. Finde ich jetzt aber fies. Ja, es ist echt gesünder. Also du kriegst auch so noch Lungenödeme, wenn du Pech hast vom Kiffen und was weiß ich. Oder ziehst dir da glühend heißen Qualm in die Lunge, ich meine. Ne? Muss man mal ganz klar sagen. Aber jetzt hier nicht von so einem Scheiß da reden, Leute. Muss jeder selbst wissen, was er mit seinem Körper macht. Das muss jeder selbst wissen. Mir geht's gut, danke. So, jetzt habe ich noch die Sentinels. Ja, ist das gut? Das sage ich jetzt einfach mal so. Wenn das schaffe ich die gar nicht, die Pennergesichter. Die trotteligen Pennergesichter. Ich will das haben. Ich brauch's nicht, aber ich will's haben. Gib mir das. Pling. Gesünder ist immer noch nicht gesund, richtig. Richtig, richtig, richtig. So, ihr könnt mal schon mal die Daumen drücken für die Sentinels. Ich weiß gar nicht, ob ich die schaffen werde.
jetzt kommen. Klar freue ich mich auf Witcher. Das wird super. Super wird das. Jetzt nochmal die Frage, bringt der Klingenring überhaupt was? Der Ring der Klingen, wenn ich einen Bogen nutze? Hi. Komm mal, hi. Hi. Ich blicke dir in die Seele. Genau in die Seele. Soon. Soon. Naja. Das schaffst du, Bro. Danke. Oh, mache ich viel Schaden. Letztes Mal habe ich, glaube ich, mehr gemacht. Ich weiß gar nicht mehr. Da hatte ich auch noch ein paar Steinchen. Ohne dass die Penner mir meine coole Kiste kaputt gehauen haben, ne? Das fand ich nämlich total unsexy von dem Dicken eben. Schaftbefehl ist bestes Wort. Ja, sehr gut. Leichtes Ziel für mich. Bist du genervt? Wer ist hier genervt? Au! Ich bin genervt, weil sie mich jetzt getroffen hat. Warum triffst du mich? Du Miststück. Fall runter. Ja, jawohl. Hast du gut gemacht. Autsch. Ist gut. Kannst du die ganze Zeit machen, gerne. Sag mal, guck mal, die Hitbox. Schieße ich vor sie. Vor ihnen, vor S. Verstehe ich nicht. Der Bussi wäre ein. Uncool, Alter, uncool. So, Nummer uno. Autsch. Das war dumm. So, genau dich will ich weiterhin. Oh nein, da ist ja schon einer. Oh, ihr seid ja krank. Kranken Miststücke. Nein, nein, nein. Oh, du Blöde. Ach, Mann. Es sah so gut aus. Naja, komm. Ich habe ja gesagt, letztes Mal bin ich 5-6 Mal gestorben. Hätte ich noch mehr Giftpfeile gehabt, ne? Aber ich habe jetzt nur noch 3 Stück. Das ist voll doof eigentlich, dass ich einen verschossen habe. Ich sag ja, das war so genau geplant alles. Dann verballere ich einen Pfeil. Wie peinlich. So embarrassing. Und es gibt ja sonst keine Giftpfeile mehr, außer bei Gavlan und... Ja. Hätte ich die nur nicht bei dem doofen Dings verbraucht, sage ich mir gerade so. Bei der doofen Dehnwache, dann wäre das voll easy geworden. Ja, die sind gar nicht so gemein, die sind eigentlich voll einfach. Problem ist halt nur, wenn sie sich wirbeln, wenn die sich so drehen. Du kannst... Ich habe das schon getestet. Man kann es nicht schaffen durch Wegrennen. Man muss theoretisch Ausdauer haben für 3-mal rückwärts rollen. Also weg von ihnen rollen, sonst schafft man es nicht, wegzukommen.
Was, dem ersten Kreisel nach vorne? Nee, Origox, das stimmt nicht. Das stimmt aber nicht. Ich glaube, dass das nicht so funktioniert. Vor allem, wenn sie zu zweit sind, musste ja nach vorne oder nach hinten wegrollen, besser gesagt. Autsch. Far Cry 3, warum soll ich mir Far Cry 3 holen? Habe ich doch schon. Ach komm schon. Manche kann man aber auch schlecht ausweichen hier in der Ecke. So, du Olle. Du Oller. Schabrackenkönig. Das Problem daran, mit dem Bogen durchzuspielen, ist, dass der am Anfang total wenig Schaden macht. Später ist der, glaube ich, richtig gut, wenn man so einen +10-Bogen hat, so einen Langbogen oder so einen Kompositbogen, dann geht das. Aber dazu muss ich erstmal Straight befreien, zum Beispiel, oder... Nee, ich glaube Straight und Ornifex verkaufen Bögen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ob ich vielleicht doch nicht Dings benutzen kann, Gift. Also so Giftmesser meine ich, ne? So. Du bist das Pennergesicht, das ich gerne haben will. Timeouts incoming. Uiuiui, ist schon wieder soweit. Komm, schmeiß mal ein Schild oder so, ihr Pennergesichter. Pennergesicht! Ja, bist voll der Held. Du mich triffst. Zum Glück habe ich hier voll die Reichweite mit dem Bogen gerade, merke ich. Oh, das war saugut von mir. War saugut. Ist doch kacke. Oh, nja, 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 nja. Nein. Oh, nur macht er wieder so langsam. Give Minigun. Nee. Och Leute, ich gehe glaube ich erst in den Jägerhain. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Die sind voll doof. Ohne Gift schaffe ich das nicht so gut. Aber ich habe es mir selbst auferlegt, dass ich hier nur mit normalen Pfeilen spiele. Und nicht mit Messern und so. Oh, oh, oh. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Es geht ja nur darum, zwei zu besiegen. Und dann der dritte, das ist Pillepalle, der Typ. Nein. Man kann die nicht umgehen, Ragnarök. Das ist, glaube ich, ein Boss, der muss. Du kommst nicht zur letzten Sünderin, wenn du die nicht erledigst.
Ja, komm, wir gehen in den Jägerhain. Ich habe zwar nicht mehr so viele Pfeile, aber für die Skelettfürsten soll's reichen. Tja, Lupus. Ich hab's mir selbst gesetzt jetzt, dass die Herausforderung, dass ich ohne Messer spiele. Wie soll man sie überspringen können? Sag mir das mal. Das geht nicht. Du kannst die Sentinels nicht überspringen. Sicher? Jetzt schreibt schon der Zweite. Leute, das geht aber nur durch einen Glitch, oder? Mr. GTA Backstab. Findest du im Wald, der im Nebelwald im New Game Plus? Gauers Schutzring heißt der, aber der ist nicht mehr Anti, der verringert, glaube ich, nur noch den Schaden. Der negiert nicht komplett den ganzen Schaden. Ja, Leute, ihr sagt jetzt die ganze Zeit, man kann sie umgehen, dann sagt doch mal, wie man sie umgehen kann. Ich glaube das nämlich nicht. Ohne Glitch oder ohne irgendwo drüber zu springen, mit einem Pharahs Lockstone. Ja. Das würde ich gern sehen. Das würde ich gerne mal sehen. Ich müsste halt nur irgendwo Giftpfeile herbekommen, dann könnte ich das hier alles ganz easy machen. Au. Eierhälse. Oh, hi. Steht er direkt vor mir. Oh, Go Drone hast du abonniert. Dankeschön. Sehe ich jetzt erst. Ja gut, man kann's... Man kommt damit in den hinteren Bereich, aber man kann damit nicht komplett die Sentinels umgehen. Ich überlege gerade, ich wüsste echt nicht, ob das möglich sein soll. Ich meine, ihr sagt, es geht, aber... Mit dem Fahrstuhl die Geheimwand hoch, okay. Noch nie probiert. Aber ich lege die so oder so, weil die geben gut Seelen. Und schwer sind sie nicht, ich bin nur noch ein bisschen zu schwachbrüstig. Also wenn ich überlege, pro Schuss 70 Schaden, es ist ein bisschen wenig. Ein bisschen. Da geht noch mehr. Wäh! Nein! Nein! Oh, wie kacke, ey. Einfach hochfahren, dann bist du bei Straight. Okay, es könnte doch sein, ja. Ja, warum sollte man die umgehen? Das ist so der Content-Blocker. Wenn man die nicht schafft, dann sollte man es am besten gleich ganz lassen, finde ich. Für Speedrunner vielleicht interessant, aber für mich nicht. Bin kein Speedrunner, noch nicht. Erstmal Challenges, die finde ich viel interessanter als einfach schnell, schnell. Ich bin so kacke, ey, da falle ich halt komplett erstmal runter. Oh, wie schlecht. Ich bin so froh, wenn ich meinen Bogen hier infusen kann mit irgendwas. Mit Gift. Aua, ja. Death Space. Meinst Dead Space. Das geht weiter, wenn es weitergeht. Extraction? Ich habe nicht gesagt, wann ich damit weitermache. Muss ich mal gucken. Ich bin nicht kacke, nur ein kleiner Eumel. Oh. Manchmal. Ja, aber es gibt schon Sachen hier, wo ich mir an den Kopf greife, weil ich so schlecht spiele.
Vor allem, weil ich nicht erstmal hier die Leiter runtergehe. Und mir den Punkt hier hole, das Leuchtfeuer. Ich hau mal die Estos Lockers wie Bier rein, Hammer. Ja. Ach. Kackstift. Hol ich mir halt noch den Rapier. Rapier. Boxen hier sind manchmal so dämlich, ne? Man sieht's einfach nicht. Wo ist die Sau? Der hängt doch hier irgendwo. Oh, Kacke. Kacke! Nicht du Arschbacke, komm. Die hasse ich, ne, die Typen hier. Klar freue ich mich aufs DLC. Diese Silili. Schalali. So, Rikards Degen. Guck mal, sieht echt aus wie ein Dunkelelf, finde ich. Wie so ein Dwemer halt. So ein bisschen. So. Seelen cashen. Ich muss unbedingt mehr Geschicklichkeit. Ich habe viel zu wenig Schaden, Leute. Das kann nicht sein. Oh, Dani, da musst du dich komplett schonen, glaube ich. Wenn du Sehnenscheidenentzündung wegkriegen willst, darfst du echt gar nichts machen. Oder holst du so eine Manschette. Wenn du so im Büro bist und die Hand immer aufliegen hast... wird unterschätzt von vielen. Die sagen dann immer so, ja, passiert ja nichts, ich bewege mich ja nicht viel. Ist ja dieser Strain Disease. Strain Injury. So. Goody good. Ich mache jetzt eigentlich voll auf den Vervollständiger hier, aber eigentlich brauche ich es gar nicht. Eigentlich brauche ich es gar nicht, den ganzen Kram aufsammeln. Na, du Keulenschwinger. Bam. Ich alles. Ah, ich bin so doof. Ich hätte gleich noch den Dings rüber kicken können. Na, egal. Egal, egal. Es ist mir alles egal. So. Peng. Gut. Na, komm, die Skelettfürsten mache ich noch. Dann machen wir weiter im Programm mit Spelunky und so weiter. Dann habe ich auch einen Gast, Leute. Uiuiui, da freue ich mich schon drauf. Wahrscheinlich kennt den leider keiner von euch. Aber ist ein netter Kerle. Wusch, nette Kerle ist das. Mit dem habe ich damals quasi angefangen, Let's Play zu... Also, was heißt angefangen? Aber mit ihm habe ich sehr früh schon was gemacht, so wie mit Silex. Das sind so quasi die Leute, die mich hier... auf YouTube eingeführt haben, wie alles ist und so ein Let's Player und ich wusste gar nicht und was, hä, was, Let's Play, was ist das? Ach, die und die gibt's auch noch. Die Let's Player und so weiter. So ein bisschen Nostalgie-Gast ist das. Schwein. Sag mal. Zack. Zack.
Hier versteckt sich doch einer, ja, ja. Ach, den werdet ihr auch mögen. Das ist so einer wie ich, so ein konfliktfreier eigentlich, eher Biene. Super netter Kerl. Hi. Französisch. Je ne parle pas français. Das ist alles, was ich sagen kann, ohne großartig Fehler zu machen, schätze ich. Nee, ich kann kein Französisch. Nicht mehr. Ich hatte es mal gesprochen, ein paar Jahre, aber alles weg, zum Glück. Wenn ich euch den Namen sage, dann sagt das euch auch nichts, wie gesagt. Den kennt ihr wahrscheinlich nicht. Der hat lange, lange, lange nichts mehr auf YouTube gemacht. So wirklich. Ab und zu hat er mal ein paar Videos hochgeladen, aber auch nicht regelmäßig. Holen wir uns auch noch. Oh, die mache ich dann ein anderes Mal, den Streitwagen. Den mache ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, den Streitwagen, den. Also, da brauche ich zwingend Giftpfeile, weil sonst ist er. Oh, hi. Wenn ich den Streitwagen ohne Giftpfeile mache, ist er unnötig schwer, finde ich. Und tot. Oh, ich muss mir auch mal wieder Pfeile kaufen, sehe ich gerade. 300 könnte langsam knapp werden hier. Das wird ja echt langsam knapp, du. So. Ich finde es ja ein bisschen gemein, dass die alle so ein bisschen Auto-Aim auch haben. Die Gegner auf ihren Fallen. So. Und tot. Ich werde bestimmt nicht zu den Skeletten durchgehen. Ach, warte mal, waren da oben nicht noch giftige Messer oder so? Ich bin eigentlich der Meinung, dass hier irgendwas Giftiges noch war. Oh, guck mal, den habe ich schön drapiert. Links, rechts und in die Mitte. Arschgesicht. Na komm. Oida. Wieder einer zu viel. Ich bin voll verschwenderisch mit den Pfeilen. Lass keinem sagen. Oh, Giftpfeile! Yes, die haben Giftpfeile. 3 Stück immerhin. Ja, die haben so ein gewisses Auto-Aiming, das stimmt wirklich. Die zielen. Und wenn die einen. Ja, auch wenn man sich bewegt, dann zieht der Pfeil so ein bisschen nach. Also er trifft einen auf jeden Fall. Wenn man sich nur minimal bewegt. Man sollte halt schon ein bisschen mehr laufen. Zip. Du musst ja nur bis zu einem gewissen Grad runterschießen, Nanook. Dann hängt er nämlich am Abgrund der Streitwagen. Meinst du das? Das ist echt total lustig. Gab's wieder ein Wurfmesser hier, ne, glaube ich. Ne, giftiges. Hä? Ich war irgendwie der Meinung, dass es hier Wurfmesser gab, irgendwo giftige.
Oh! Zu der Party hier wollte ich aber nicht. Ach du Kacke, ey, was ist denn hier los? Ja, es steht nächste Woche mit Bubi, Cam. Au, du Penner! Hör auf mich anzuschießen! Der Kerkerschlüssel. Gab's den nicht irgendwo? Die Invasion kommt später. Und zwar genau... jetzt. Oh, mach ich dafür. Ah! Diese Scheißkamera! Diese... Alter Schwede. Na gut, jetzt ist sie wenigstens weg. Nein, Evil Within kommt als Let's Play, weil sowas ist mir zu atmosphärisch, um es dann durch einen Stream zu entweihen. Nicht, dass ich jetzt was gegen Streamen habe, aber ich finde, solche Spiele sollte man nicht streamen. Also, außer man macht nur Streams. Sowas wie Lobos zum Beispiel, der spielt ja auch Mass Effect im Stream, aber das kann ich mir nicht angucken. Diese blöde Kamera, das ist manchmal mit dem Bogen, wenn man aufhört zu zielen, dann läuft man, dann drückt man runter und denkt halt, man läuft genau 180 Grad in die andere Richtung. Nein, dann dreht sich die Kamera einfach mal um 90 Grad und man fällt halt runter. Das ist schön, dass das Spiel sowas macht. Ich finde das fantastisch. Aber ich habe den Schlüssel, jetzt kann ich auf jeden Fall schon mal den guten Dings befreien. Wie heißt der nochmal? Der Wanderfuzzi. Und kann mir dann Leuchtfeuer holen. Meine Güte, ey. Quatsch. Dumm Zeug, Shahora. Es ist mir nicht zu schade, ich hab's halt schon mal gespielt und das war eine Erfahrung, die ich nicht in einem Let's Play irgendwie nochmal machen will. Ich fand's sehr gut, aber es war halt was für mich und das will ich jetzt nicht nochmal teilen, sage ich mal so. Da bin ich ein bisschen Egoist. Ah, Mann. Würdet ihr mal aufhören, mich zu hauen? Bin ich furchtbar liebreizend von euch. Jetzt eigentlich wieder? Das ist glaube ich doch nur so ein einmaliges Phantom, oder? Die alte. Nee, tatsächlich. Sie kommt wieder. Krass. Damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. So, und tschüss, du Alte. Gut. Ich glaube, bei ihnen mache ich zuletzt, weil dann kommen die Rollskelette, glaube ich, diese auf dem Rad. Was macht der gerade für Timeouts? Oder ist das von Nightbot? Ich sehe so böse aus. Muss immer wieder in die Kamera gucken. Die Musik hier so gut. Also jetzt Sommer hier, das geht so nicht.
Oh, dieses Pyro-Schwein. Ist ganz schön aggressiv. Wenn kein Nightbot drunter steht. Ich sehe ja nur, dass es Timeout hat, diese graue Schrift. Die blinkt mir immer so ins Auge, weil das halt... Ich achte da nicht drauf, was hier steht. Muss ja spielen hier, hallo. Merkt ihr, ne? Oh, jetzt habe ich mit Giftpfeilen geschossen. Kacke. Wie mache ich das denn? Na, nimmst du den jetzt mal raus, vielleicht? Als Block da. Oh. Wie süß. Hallo. Au, Sommer. Ich wollte nur mal kurz teasen, da schlägt er echt zu. Du Radi. Kommen die jetzt? Ach da. Ach Kacke. War ja perfekt. Oh. Gut bist du. Ich hoffe, die Pfeile reichen mir noch, wenn ich jetzt wieder ein paar Mal vorbeischieße, dann nicht. So. Ich stell gerade fest, es ist ein sehr langer Kampf. Mit so wenig Schaden. Bleib du mal weg. Du stinkst. Oh, Flammenschneisee. Moin, guck. Kukirikrut. Kukirikrut. Achso. Ich dachte, ich habe eben sowas wie Kikiriki beinahe gelesen. Meine Güte. Die sind aber auch hartnäckig, ne? Was noch einmal für ein Alarm hier? So, bei wem kamen jetzt die Räder? Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich glaube nicht bei ihm. Bei ihm kamen noch die normalen Skelettsoldaten. Oh Gott, mache ich da viel Schaden. Feuer vielleicht mehr. Ja, wenn sie blocken, nicht so geil, ne? Ah, roll doch! Meine Phrasen. Wie man das verwechseln kann, wenn man gerade spielt und nur nebenbei auf den Chat gucken kann, dann verwechselt man das. Ja. So. Ach, guck mal, das macht dem auch noch Schaden selbst. Verletzt du deine eigenen Leute? Oh Mann, könnt ihr mal aufhören mit dem Blocken jetzt? Das ist echt Mist. Treffe ich euch da überhaupt nicht? Das wollt ihr doch nicht. Oh, ich wollte eigentlich was anderes machen. Au. Falchion. Cool. Da ballert sich die Capri-Sonne aus ihrem Leben, was?
So, jetzt wird's interessant. Jetzt kommen nämlich diese blöden Rollräder. Die mag ich ja so gerne. Alter! Nicht sterben jetzt. Sonst wird's peinlich. Das war richtig knapp, du. Ja, wisst ihr, warum ich die so hasse, die Dinger? Habe ich schon in Dark Souls gehasst, wie die Pest. Alter. Geh mal nicht auf den Sack, bitte. Krass, krass, krass. Nein, ich sterb schon nicht. Keine Sorge. So, was ist der letzte Sack? Die machen auch so viel Schaden, die Scheißdinger. Und tot. Ich habe nur einmal geschossen, nicht zweimal. Ja, danke. Diese Saftsäcke, du. Happy Wheels, ja. Happy Wheels extrem. Ah. So, gut, Leute. Ich würde sagen, ich hole mir das Leuchtfeuer. Dann gehe ich nochmal Jula. Oh, guck mal, ich bin so sexy. Sexy, sexy. So. Ja, danke. Das ist einfach der einfachste Boss im Nahkampf. Mit Magie und Fernkampf, denke ich, machst du dir das hier unnötig schwer. Great success. Ei. Great success. That's nice. I am very exciting. So. Meine Liebe. Meine buschikose Dame. Ja, geh mal zum Laden, du. Twitch war gerade weg. Was? Die in der gemalten Welt waren ein Albtraum. Im Keller, ja. Boah, die habe ich so gehasst. Da bin ich immer durchgerannt, Schlüssel geholt und wenn ich Pech gehabt habe, gestorben. Aber das war mir dann auch egal. Das wäre mir dann schnurzegal. So. Twitch musste pink.